sagen, weil er zieht sich halt wirklich extrem. Gerade wenn man dann halt eigentlich gerne die anderen zwei Teile gucken würde. Ja, mein Gott. Auf jeden Fall werde ich jetzt im Kino, klar, wieder sofort reingehen. Muss sein. Und klar auch mit Big Mana oder mit Börje. Es ist egal, welchen Namen ich benutze. Muss einfach sein. Da freue ich mich ganz doll drauf. Was ich immer nicht so verstehe, um nochmal auf Herr der Ringe jetzt nochmal zurückzukommen, mit dem PC-Spielen zum Beispiel, dass Herr der Ringe, die Gefährten, das Spiel, das war ja okay. So, grafisch klar war das noch nicht, der entwicklungsmäßig so. Nein, schon wieder nicht. Schade. So in Ordnung. So, Teil 2, klar, nur für Konsole. Auch nicht so toll. Und Teil 3 war okay. Aber auch wieder, also ich weiß es nicht, also... Scheiße. Ich finde es halt so schade. Jetzt nichts gegen EA. Aber ich finde, die können einfach keine Spiele machen. Außer halt FIFA und so. Aber sonst, ey, boah, die sollen mal bloß ihre Finger davon lassen. Das bringt irgendwie nichts. Also so Filme und Setzungen sind da sowieso nie so gut angesehen. Egal was für Filme. Ob jetzt, wie gesagt, Herr der Ringe oder Star Wars Spiele oder sowas, war noch nie so der Knaller. Extrem. Gut, Force Unleashed oder Jedi Knight, klar, das sind schon gute Spiele, aber halt... Es gibt einfach, wenn halt Spiele entwickelt werden, genau so storymäßig wie der Film... wie der Film, dann wird das meistens nichts. Zum Beispiel jetzt Star Wars Jedi Knight. Spielt kein bisschen irgendwie die Filmgeschichte nach, sondern halt so eine Nebenhandlung nach dem ganzen Imperium und so. Und ein super Spiel. So, wenn man jetzt Star Wars Episode 1 sieht, was für PlayStation 1 und für PC und so rauskam, was halt wirklich haargenau den Film nachempfindet, ist es halt wieder nicht so toll. Also, wow. Was? Der macht einen Homerun. Gegen das Ding getroffen, ich glaub's nicht. Sehr gut. Ich glaube, es wird auch sein einziger Homerun erstmal bleiben. Das ist normalerweise nicht so gut. Na egal. Ja, auf jeden Fall, das ist halt so, weiß ich nicht, also schaffen die irgendwie nicht. Auch die Spider-Man-Spiele. Es sind zwar Spider-Man-Spiele draußen, aber die jetzt haargenau der Story folgen, die sind wieder nicht so tolle. Oh, schade. Sind wieder nicht so tolle. Also so. Na, es ist halt ein bisschen kacke. Zum Beispiel, ich würde mir persönlich wirklich von Herr der Ringe, von Star Wars oder so, wirklich haargenau Spiele wünschen, die wirklich die Handlung erzählen, aber wirklich so, wie es sein soll. Mit guter Spielmechanik, guter Grafik, guter Sound, dies, das. Wo man wirklich jedes Spiel oder jeder Film danach spielen kann. Oh! Gegen Kopf getroffen, ich glaub's nicht. Der ist doch dick. Der schafft's doch. Ich glaub's nicht. So, ich habe mir immer so gedacht, wenn halt mal irgendwie für Star Wars oder sowas, zum Beispiel Episode 1, wenn man es so nimmt. Da gibt es zwar das Computerspiel für, aber es ist halt nicht so tolle. So, grafisch mäßig sollten sie halt ein neues rausbringen. Dass man wirklich sagt, man spielt halt ganz am Anfang, zack, ist man in dem Raumschiff, macht man ja auch so mit Qui-Gon Jinn und Obi-Wan. Gibt es auch schon bei dem ersten Teil. Aber halt die Steuerung besser, Grafik besser, alles wirklich so moderner alles machen. Zum Beispiel die Engine von Crisis nehmen oder von irgendeinem richtig knaller Spiel, wo man richtig sagt, boah, geiles Spiel. So. Dann, danach ist man halt unten in den Sümpfen. Ist ja genau das Gleiche. Aber halt, wenn man jetzt Episode 2 nimmt, auch sagen, komm, am Anfang ist man halt auf Coruscant und ja, ist jetzt schwer zu sagen. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Man halt wirklich Spieleumsetzungen machen von Filmen, die auch wirklich haargenau dem Spiel ähneln. Von der Story, von der Spielmechanik, wo man wirklich dann sagt, komm,
Man kann sowas machen. No, mal gucken, was jetzt. Oder zum Beispiel andersrum. Würde ich es auch gut finden, wenn man sagen würde, man macht mal öfters von PC-Spielen, oder insgesamt von Spielen, Filme. Hitman zum Beispiel, hammergeiler Film. Star Wars. Gut, das wurde jetzt nie am PC-Spiel nachgemacht, aber zum Beispiel Splinter Cell. Oder, was könnte man sich noch vorstellen, Half-Life oder so. Das wären so Spiele, wo ich sage, ey, das wäre doch so fett, wenn die verfilmt werden würden. Ihr wisst, was ich meine. Na gut, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von Herr der Ringe, eigentlich jetzt auf andere Sachen. Ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, ihr könnt ja mal einfach mal so in die Comments schreiben, wie ihr, sagen wir mal, zu Herr der Ringe gefunden habt. Und, ne, zu sagen, boah, ja, Herr der Ringe, erst mal im Kino geguckt, wusste gar nicht, um was es da handelt. Hammer geiler Film. Oh, es gibt ja auch viele, weiß ich ja selber auch, die Herr der Ringe nicht so toll finden, wo ihr sagt, boah, Herr der Ringe, voll der scheiß Film, ey, Frodo immer am Rumheulen und dies, das. Klar, das habe ich sowieso mal gemerkt, das war mal, da waren wir mal, also unsere Familie, mit einer anderen Familie halt über Silvester halt weg und wollten dann, haben wir halt Silvester reingefeiert, dies, das, so. Und da war halt ein Mädchen und das ist halt so alt wie mein mittlerer Bruder, also nicht wie Börje, sondern halt dazwischen noch, also 2 Jahre jünger als ich. Und die ist halt in dem Zeitalter aufgewachsen mit Harry Potter. Kam gerade frisch Harry Potter raus, die Bücher, die Filme, dies, das. Und die zum Beispiel, da hat man eine kleine Diskussion, so ein bisschen. Sie so, nein, Harry Potter ist besser, so und so, Herr der Ringe ist voll scheiße, ist voll mit ekelhaften Monstern und Gemetzel und dies, das. Und, na gut, fand ich dann zu dem Zeitpunkt, fand ich halt Harry Potter nicht so toll. Und man sagte, ey, boah, der schwule Harry Potter da mit seinem Zauberstab, ey, weißt du, so. Und dann irgendwann habe ich mir dann mal Teil 1, habe ich mir dann auf VHS geholt, genau. Und ja, fand ich gut, wirklich gut. Hat mir das PC-Spiel geholt, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und, aber ich irgendwie, habe ich nicht mehr, keine Ahnung. Jetzt hätte ich schon längst auch von Let's Play gemacht. Fand ich wirklich gut, war klasse. Und dann habe ich den zweiten Teil angeguckt, dann den dritten und dann erst, glaube ich, ab dem mal scharf überlegen. Erst ab der Blutprinz, also der Halbblutprinz, war ich im Kino. Davor habe ich immer gewartet, bis die rauskommen. Da habe ich es mir dann, boah, was ist los, ey? Habe ich es mir ausgeliehen und ja, war auch okay. Und jetzt habe ich es mir dann irgendwann mal, war dann alle Teile raus, bis Halbblutprinz, außer halt Heiligtümer des Todes, Teil 1 und Teil 2, habe ich es mir dann auf Blu-ray geholt. Und dann halt natürlich auch die anderen Teile. Und da habe ich nochmal so einen dicken, Kumpel und ich haben das schon öfters mal gemacht. Oh, noch kein Aus. Haben wir halt einen Filme nachgemacht, das machen wir ab und zu mal. Also haben wir. Etwas schon länger her, das letzte Mal gemacht. Zum Beispiel halt Star Wars alle Teile miteinander gucken. Oder Herr der Ringe gucken. Oder halt Harry Potter alle Teile gucken. Oder alle Saw-Teile gucken. Oh. Sehr gut, Double Play. Na gut, einen Punkt haben sie gemacht. Na, nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall, das war halt so eine spannende Sache, was wir auch auf jeden Fall dann bei Der kleine Hobbit und bei Herr der Ringe auch wieder machen werden. Wenn alle Teile raus sind, uns wirklich, scheiße, hintereinander uns alle Teile angucken. Schön an immer, was wir immer machen. Halt, klar. Erstmal bequeme Sachen anziehen, dies, das. Und dann entweder was zu essen bestellen oder halt vorher fahren wir dann irgendwo einkaufen und holen uns dann was zu essen. Und kochen dann halt selber. Aber gut, kochen kann man es eigentlich nicht nennen. Das ist eher gesagt so eine Art Fertigessen mal schnell gemacht. Hamburger oder sowas selber machen halt. Und weil ich jetzt ja Koch bin, kann ich ja auch so ein bisschen was machen. Mit Fleisch, dies, das dann für Hamburger oder so. Boah, Schnitzel selber machen, dies, das ist ja auch ganz einfach, die Sachen, ey. Das ist immer cool, ey. Natürlich auch Chips. Chips dabei, Bier dabei, Schnaps.
Zack, aus. Ah, mal das hinsetzen, ey. Und ein bisschen was trinken. Tigers really battling here to get into this game. How coming to bat for the New York Yankees? Ja, das ist doch mal ganz witzig. Nee, gut. Also, habe ich jetzt über Herr der Ringe geredet und wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare dann schreiben. Sehr schön. Wie ihr halt zu Harry, zu Herr der Ringe dann gekommen seid. Und ihr könnt ja noch schreiben, ist mir gerade eingefallen, wenn euch, sagen wir mal, sagt, was redet der für ein Scheiß da über Filme, ey? Das ist ein Let's Player-Kanal und kein Filme-Kanal. Da könnt ihr es natürlich auch schreiben und könnt halt sagen, ey, was ich filme. Oh, ab nach 2. Filme sind nicht ganz so, ne, passt nicht so da rein. Gerade wenn MLB jetzt spielt. Wenn dann schon über Spiele reden, kann ich natürlich auch über ein paar Spiele reden. Aber na gut, konzentrieren wir uns erstmal jetzt wieder aufs Spiel. So, wir haben jetzt bald. Mal ganz überlegen, nicht mehr weit. Wow. Wohin? Ah, Foulball, schade. Wir haben jetzt bald unsere 100. Folge MLB hochgeladen. Also ich habe die hochgeladen, nicht wir. Und bin ich ganz stolz drauf. Am Anfang hatten Big Mana und ich uns zusammengesetzt. Das machen wir immer so eigentlich. Dass wir uns dann drüber labern, ey, bald ist mein Thema fertig, über was ich halt reden möchte. Über jetzt, wer sagt mal schnell, über unser jetziges Thema und lassen wir mal jetzt über ein anderes Let's Play reden, was ich machen möchte. Weil es gibt auch nochmal Themen, die wir gerne, ja, zusammen gerne machen würden oder halt, er würde gerne das machen, aber ich würde das auch gerne machen. Wir müssen es halt so ein bisschen besprechen. Sagen wir, es haben halt Let's Player, die halt einen Kanal alleine haben. Haben das Problem halt nicht. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ne, genau. Und am Anfang halt, wo ich MLB halt anfangen wollte, auch wieder mit ihm getroffen. Haben wir ein bisschen gelabert, hat gesagt, ja, MLB würde ich gerne machen. Ja, mach doch so und so. Aber da hat er zu mir gesagt, er so, wie lang ist denn das Thema? Ist so, boah, weiß ich nicht, da krieg ich bestimmt schon einige Folgen von. Also, es kommt auch an, wie ich halt die Parts mache, ob ich sage, ich mache halt ein ganzes Spiel immer hochladen, halt 40 Minuten so ungefähr, auf 45 Minuten ja meistens. Oder, oh, schon aus. Oder mache ich halt Parts, immer 15 Minuten Parts, wie ich es jetzt mache. Ja, nicht so, boah, lass mal rechnen. Mal so und so viele Spiele habe ich in der Saison. Ja, da muss ich halt, wenn ich halt mehrere Parts mache, sagen wir mal, ein Spiel dauert, muss ich noch nicht, ne, weiß ich, eine halbe Stunde. Ja, krieg ich 2 Parts raus. So, und das kann man sich halt dann ausrechnen, wie viel man bräuchte. So, es gibt aber manchmal halt, habe ich es dann ausgetestet, 45 Minuten. Wenn ich wirklich schnell spiele, wenn ich wirklich nicht irgendwie viel Zeit verliere, schaffe ich das halt in 45 Minuten so etwa, oder ein bisschen auch weniger. Und ja, hab dann auch mal ein bisschen länger gebraucht. Kommt man auch mal drauf an. Aber na gut. Auf jeden Fall habe ich halt gesagt, ja, ich mache so lange, wie ich halt Spaß dran habe. Ja. Und jetzt sind es schon fast 100 Folgen. Das finde ich ja, sehr schön, muss man ganz ehrlich sagen. Das wirklich so durchzuhalten. Weil ich glaube, ja gut, weil ich ja, habe ich auch schon mal erzählt, weil ich auch gerne Baseball spiele oder auch gespielt habe im Verein, fand ich das immer ganz interessant, das auch mal als Let's Play dann zu machen. Und ja, mein Gott, mir gefällt's. Das ist halt die Hauptsache. Und dass es euch natürlich gefällt. So. Gut.
Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal irgendwann mal eine Pause mache. Kann natürlich auch.